Hi Leute, ja, wie der Titel schon sagt, soll es heute um Mitesser gehen. Ja, genauer gesagt, wo kommen Mitesser her und wie bekämpfe ich sie? Ja, ich habe in letzter Zeit öfters Anfragen bekommen, wie man Mitesser bekämpfen kann, was man gegen sie tun kann, wo sie überhaupt herkommen. Und deswegen wollte ich in diesem Video heute mal zeigen, was man dagegen tun kann. Zuerst einmal, woher kommen Mitesser überhaupt? Also, wie man ja vielleicht weiß, produzieren kleine Drüsen in der Haut Talg. Und dieser Talg ist auch sehr gut, weil er schützt die Haut. Also, wenn die Haut jetzt gar nicht so einen Talgfilm hätte, dann wäre es auch sehr schlecht für die Haut. Deswegen soll man ja auch, wenn man die Haut wäscht, sie nicht zu stark waschen, weil dann eben dieser Talg- und Säureschutzmantel angegriffen wird und dann die Haut völlig aus dem Gleichgewicht gelangt. Ja, und normalerweise wandert dieser Talg durch kleine Kanäle ab und fließt dann eben ab und ja, stört die Haut nicht weiter. Aber manchmal sind eben diese Kanäle verstopft aufgrund von starker Verhornung oder von übermäßiger Talgproduktion. Und dann bildet sich eine Barriere, der Talg kann nicht mehr abfließen und es entwickelt sich ein Mitesser. Ja, Mitesser sind ja diese kleinen Tropfen, diese kleinen schwarzen Punkte, die man oft auf der Nase zum Beispiel hat. Ja, auch ich bin davon nicht verschont. Ich zeige es euch jetzt mal lieber nicht näher. Diese Tropfen sind meistens dunkel, weil eben der Farbstoff Melanin darin enthalten ist und der reagiert chemisch zusammen mit dem Sauerstoff aus der Luft und wird dann eben, färbt sich dann dunkel. Einige drücken dann diese Mitesser aus, davon ist aber wirklich abzuraten, auch wenn die Verlockung manchmal groß ist, weil man dadurch oft nur noch mehr Schaden anrichtet, als eigentlich vorhanden ist. Und zwar wird durch das Drücken werden Bakterien auf der Haut verschmiert oder der Mitesser wird tiefer in die Haut eingedrückt und dadurch kann es zu Entzündungen kommen oder sogar zu Abszessen und jetzt so ein eine Entzündung zu riskieren wegen einem Mitesser ist ja auch nicht so das Wahre. Wenn man die Mitesser ausgedrückt haben möchte, dann kann man zur Kosmetikerin gehen, die machen das. Aber ja, eine Kosmetikerin kostet immer sehr viel Geld und manche gehen vielleicht auch nicht so gern zur Kosmetikerin und tun lieber selbst irgendwas. Oder ja, manchen ist es vielleicht auch unangenehm, mit der Haut zur Kosmetikerin zu gehen, obwohl man da auch keine falsche Scheu haben sollte, weil das ist deren Job und die sehen sowas täglich. Ja, aber heute möchte ich euch eben ein kleines Hausmittel vorstellen und dazu komme ich gleich. Also, bis gleich. Ja, wenn man nicht gleich wegen jedem Mitesser zur Kosmetikerin rennen will, was ja auch ziemlich teuer ist und ziemlich aufwendig, da immer erst hinzugehen und sich einen Termin geben zu lassen, für diejenigen habe ich jetzt einen kleinen Tipp für euch. Und zwar ist das ein Gesichtsdampfbad. So ein Gesichtsdampfbad mache ich öfters mal, immer wieder, wenn meine Haut nicht so gut ist oder bevor ich irgendwo hingehe oder einfach mal, wenn ich meiner Haut was Gutes tun will, mache ich das und danach fühlt sich die Haut echt sehr gut an. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, das zeige ich euch jetzt mal. Das hier sind die Zutaten für ein Gesichtsdampfbad. Erstmal braucht ihr einen Topf. Dann ein Handtuch, das ihr nachher über euren Kopf drüber legt, damit der Dampf nicht sofort entweicht. Und je nach Belieben könnt ihr auch noch was in das Gesichtsdampfbad reintun. Ich habe mich jetzt hier für Kamille entschieden. Das hier sind Kamillenblüten, die bekommt ihr entweder in der Drogerie oder noch besser in der Apotheke, weil da haben sie eine bessere Qualität. Ja, man muss sie nicht reintun, aber ich tue es immer ganz gern rein. Erstens, weil ich den Geruch ganz gern mag. Und weil Kamille ja auch entzündungshemmend wirkt und somit noch einen unterstützenden Effekt für die Haut hat. Ja, jetzt braucht ihr kochendes Wasser. Einen Moment, ich muss mal kurz den Wasserkocher einschalten. So, das Wasser kocht. Dann gebe ich jetzt mal die Kamillenblüten in den Topf. Genau, einmal. Upp. Und dann gießt ihr einfach das kochende Wasser auf die Blüten drauf. So, genau.
Also wie gesagt, ihr könnt die Blüten auch weglassen, aber ich mag es einfach gern. Und wenn man die eh zu Hause hat, dann kann man auch ein paar reintun. So, jetzt wechsle ich mal kurz den Standort und melde mich gleich dann wieder. So schaut das Ganze jetzt aus. Ja, passt bitte ein bisschen auf, weil der Wasserdampf ist ziemlich heiß. Das heißt, wenn ihr kochendes Wasser aufgießt, dann lasst es lieber erst ein bisschen abkühlen oder probiert erstmal mit der Hand, ob es nicht zu heiß ist, weil Wasserdampf ist noch heißer als kochendes Wasser und ich möchte nicht, dass ihr euch das Gesicht verbrennt, weil das hätte dann eher den gegenteiligen Effekt. Ja, ich werde jetzt mal den Kopf darüber halten und genau, meld mich dann gleich wieder, wenn ich fertig bin und zeige euch dann mal das Ergebnis. Ich habe jetzt meinen Kopf so 5 bis 10 Minuten über das Gesichtsdampfbad gehalten und ja, die Haut fühlt sich jetzt schon richtig frisch und gut an und man merkt richtig, dass durch den warmen Dampf eben die Poren geöffnet wurden. Und genau das ist eben auch der Zweck von dem Gesichtsdampfbad und zwar, dass durch den warmen Dampf die Poren geöffnet werden und dadurch eben ja, wieder der Talg besser abfließen kann. Und einfach, ja, die Mitesser gehen dadurch zwar nicht sofort weg, aber man tut der Haut auf jeden Fall was Gutes und die Haut kann wieder ein bisschen besser atmen. Ja, manche von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, was man danach am besten macht, ob man die Haut so lässt oder ob man irgendwas drauf tut. Also bei mir ist es so, manchmal lasse ich die Haut einfach so, also ich tue da nichts mehr drauf. Also wenn ich das Haus jetzt nicht mehr verlasse oder so, dann ist es auch ganz akzeptabel, das Ergebnis. Ich werde noch ein anderes Video abdrehen, in dem ich euch ein paar, oder irgendwie, ich muss mal schauen, was ich da genau mache, eine Maske vielleicht zeige, die man danach drauf tun kann, weil jetzt sind die Poren ja gut geöffnet nach dieser Behandlung. Das heißt, die Haut kann jetzt auch gut Wirkstoffe aufnehmen, die eben auch gut für die Haut sind. Ja, ein anderes Produkt, das ich in der Apotheke mal gefunden habe, ist auch eine Maske. Ich zeige euch die mal eben. Und zwar diese hier von ja, Fette heißt die Marke. Auch ein bisschen komischer Name, ich weiß. Und zwar ist das eine Peel-Off-Maske und nennt sich auch schon Porenklar. Am besten schaut ihr mal in der Apotheke nach, ob die Apotheke die hat. Ist auch nicht so teuer, glaube ich. Also ich glaube unter 2 Euro ungefähr und reicht so für circa ja, 2 bis 3 Mal. Ja, das ist so eine Maske, die tut man drauf, ist so gelartig. Und wenn man sie nachher, ja das wird dann fest, wie so ein Film, wie so eine Folie. Und wenn man dann diese Folie so abzieht oder abknibbelt, dann merkt man richtig, wie ja, die Mitesser und der ganze Schmutz aus der Haut rausgezogen wird. Also ich habe das ganz gern und danach fühlt sich die Haut echt richtig ja, gereinigt an und richtig, als ob alle verstopften Poren jetzt offen sind und die Haut mal wieder richtig durchatmen kann. Ja, diese Packung ist leider schon leer, aber ich werde mir die auf jeden Fall nachkaufen. Was steht da unten noch? Ah ja, was drin ist, genau. Pflanzenextrakte und Mineralsalze zur intensiven Tiefenreinigung und für porenklare Hautverhältnisse. Genau. Ja, klingt schön und ja, also ich mag es sehr gern. Könnt ihr mal schauen. Vielleicht gibt es auch ähnliche Produkte, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt auch von anderen Marken noch solche Peel-Off-Masken. Ja, ich werde euch auf jeden Fall noch in einem anderen Video eine Maske oder so vorstellen. Am besten eine Do-It-Yourself-Maske, glaube ich, die ihr danach drauf tun könnt. Ja, für den Moment war es das jetzt erstmal. Genau, wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, ich hoffe, der Tipp nützt euch ein bisschen was. Probiert es doch einfach mal aus. Es ist ganz einfach nachzumachen. Ich denke, einen Topf und Wasser hat jeder von euch zu Hause. Und genau, in diesem Sinne erstmal bis zum nächsten Video und bis dann. Tschüss!